Wie geht sich das aus? Das geht sich auch noch aus. Ich rechne gerade mit Taschenrechner, wie weit wir da gehen können. 22. Ah, okay. 22 geht sich nicht mehr aus, also 21. Sprich, da, wo wir jetzt stehen. Ja. Nee. Egal. Probieren es einfach raus. Das geht ja so auch. So. Gut. Dann machen wir mal die Truhe hier unten leer. Mhm. Passt. Mhm. Ja, jetzt könnten wir uns noch mal kurz überlegen, wo wir die Query hin tun. Und ich hätte die halt da irgendwo hin dann. Und einmal für den Anfang nicht so einen extrem riesigen Bereich, dass wir wirklich mal schnell ein paar Ressourcen kriegen, weil bei Ultimate haben wir eh gesehen, wie lange das dauert, bis sie da irgendwo unten ist. Deswegen würde ich da mal da eine Landmark hinsetzen und dann gehen wir mal das sind jetzt 15, machen wir mal 25, das ist da auf 10. So. So, fliegt mit rein. Und in die Richtung sind wir auf 64. Das geht runter, das heißt, wir sind dann auf. Kopf rechnen, lass mich mit dem Stich 39. Ah ne, Blödsinn. Wir sind da auf minus 251, es geht drauf, das heißt wir gehen auf minus 266. Gut, da sind wir schon ein bisschen weit. Ich meine, es muss ja nicht unbedingt quadratisch sein. Das kann ja auch ein bisschen. Ah, wurscht. Wir können sie oft genug hinsetzen, das ist ja nicht das Problem. 51, ja, das heißt auf 75. Also da. Genau. Und dann kommt da die Query hin. Schande. Boah, ein Brot noch. Na toll. Da kommen wir aber nicht durch. So ein Scheiß. Ich sollte mir vielleicht. So. Das geht sich auf keinen Fall aus. Oder geht sich das aus? Nee, das geht sich niemals aus. Da brauche ich noch einen Post. Und ich weiß halt jetzt nicht, warte mal, wie geht das? Nein, das wollte ich nicht. F7. Okay, das wollen wir noch hoch. Sag mal, wie kann man sich die Chunks anzeigen lassen? Da fragst du mir jetzt was. Sieht man das? Also, es gibt auf jeden Fall in der Taste, aber ich wüsste es nicht, welche das genau ist. Sieht man da irgendwo die Chunks? In welchem Chunk man drinnen ist? Also ich habe leider keine genaue Ahnung davon. Ist schon wieder Nacht? Ist schon wieder, ja. Nacht? Da sieht man es, okay. Sehr, ja, weil nicht. Könntest du schlafen gehen gerade, oder? Einen Moment. Ich leg mich sofort hin. Ich habe nur schnell mein ganzes Material wegtan. Ja. Und, ups, ich lieg. Würden die ganzen Viecher da nämlich zum Brennen anfangen? Ah ja, sehr schön, danke. Bitte tun. So, ich muss wieder mein Inventar irgendwie leeren. So viel Kruste. Ah, du blödes Skelett, du bist gar nicht so blöd. Also man sieht es bei X und Z. Die ganz letzte Klammer geht von 0 bis 15, das heißt, das werden die Chunks sein. Und, bruh, man sieht's eh. Man sieht's auf der Minimap.
Okay. Man nicht. Okay. Das heißt, das Gute ist, die Query da jetzt da steht, weil dann ladet der nämlich den ganzen Chunk da. Das heißt, wir könnten da dann das Lagersystem reinbauen. Und so. Das funktioniert im Ungefähren so, dass einfach alles in einen einzigen Filter reinkommt und von da dann entschieden wird, wo welches Item dann, also welcher Item-Typ dann quasi hingehen soll. Heißt, ich werde da mal die Goldkiste herstellen für die ganzen Sachen, normalen Sachen, wie Erze oder so. Und dann machen wir da. Das waren nur ein paar Fragen zu viel. Vier Doppelkisten hin. Und dann kommt da jetzt mal eine Pipe rauf. Und dann ist das diese. Oder warte mal. Das sollte man da vielleicht ein bisschen. Ein bisschen mehr in die Mitte bauen. Sag mal, die haben auch eine blöde Hitbox. So. Kommt das da rein. Und die Seite, die kommt gleich da wieder zurück in die Kiste. Das heißt, auf grün kommt gar kein Filter. Also da kann man da so Filter einstellen. Mhm. Und dann haben wir. Hier runter. Dum, dum. Ja, da haben wir gerade so genug Plätze. Habe ich jetzt kurz überlegen müssen. Da entlang. Und wir haben nicht Gold. Pipes, das ist doof. Aber wir können zum Beispiel sagen, nach gelb kommt jetzt zum Beispiel mal. Boah, diese dann blöden Seeds da. Nach gelb kommt Erde. Und wenn da jetzt die Mining Turtle Erde ausspuckt, dann geht das da rein in den Filter und geht dann automatisch in die Kiste. So. Also ziemlich cool ist, aber jetzt müssen wir erstmal. Gott, ich habe nichts zum Essen, das ist so nervig. Und einen Post brauchen wir dann noch, den müssen wir, glaube ich, ins Wasser stellen. So, wo ist hier noch der Glotz? Da ist noch der Glotz. Ich darf gerade mal Mining Turtle wieder suchen. Du suchst deine Mining Turtle? Mhm. Das sind nämlich die. Die ist weitergefahren. Ihr ist in die Fackeln ausgegangen und hat jetzt überall einen Block hingestellt, wo es mal so Fackel setzt. Das heißt, ich muss ihr jetzt hinterherlaufen und die Blöcke abbauen. Oh. Das ist natürlich unpraktisch, ja. Ich habe vielleicht etwas übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht waren 20 oder 30 Reihen doch etwas zu viel. Oh, ja. Dementsprechend bin ich jetzt erstmal auf der Suche hier unten nach meiner Mining Turtle. Wir haben ja da noch diese Bären, aber die sind halt ziemlich unnötig. Weil die bringen verdammt wenig. Aber Essen ist Essen. Stimmt, die bringen ab. Wie viel bringen die? Die Hälfte gerade mal? Ja. So, so. Wo kommst du jetzt her, du gottverdammter Zombie? Ist doch gar nichts mehr, obwohl doch da oben könnt. Aber von denen hast du halt gleich mal einen Stack, das ist schon das Praktische. Ja, das stimmt. Ach, so, du bist schon also oben runtergeflogen. Einen Post. Und dann brauchen wir noch. Dann brauche ich noch Treated Wood. So müsste sich das ausgehen. Perfekt. Dann bleiben uns jetzt zwei Treated Wood über. Ja. Ich nehme auch dann einmal Gravel mit und einmal Sand. Ja. Und dann müssen wir jetzt noch. Da, wer schreibt mir jetzt? Sag mal, wer spammt mich da jetzt zu auf Steam? Das gibt's ja nicht. Läuft heute bei dir. So. Ha? Läuft heute bei dir. Ja, voll.
So, ich will auf jeden Fall in der Folge die Quarry noch in Betrieb nehmen. Die wird zwar arschlangsam sein, weil die zwei Wasserräder, die machen halt nicht wirklich viel Strom. Mm. Wir werden auf jeden Fall eine Menge verlieren von der Strecke bis da hinten. Das sind ja 140 Blöcke. Das ist schon ziemlich viel. Aber jetzt muss ich mir da erstmal quasi ausmessen. Da sind wir auf 40, das heißt, wir gehen da auf 20. Und da sind wir auf... Achso, nee. Wir sind da auf 21, das heißt, da gehen wir auf 42. Da sind wir auf 39, das ist, da gehen wir auf 28. Also 28, das ist da. Und 42. Ja, das ist im Wasser irgendwo. Das wäre dann hier. Oh, sie baut noch weiter ab. So. Und sie hat Diamanten gefunden? Gut, Turtle. Wo hast du denn die Diamanten gefunden? Hier nicht. Oh. Ups. Hier auch nicht. Oh, hier sind Diamanten. Nice. Natürlich ganz oben hin, sonst schaut's kacke aus. So. Zack. Und jetzt müssen wir erstmal das fertig bauen da. Weil sonst wird die Quarry gleich anfangen. Gut. Oh, ich bin. Ich hab den einen HV-Dings-Connector nicht mit. Bleierz. Na toll. Naja, so wurscht. So, da gehen wir jetzt runter. In die Kiste. Und in schwarz kommt jetzt ein Gravel. Und falls sie welchen findet, Sand. Weil das sind so Baublöcke, wo viele da sind. Und das will ich nicht unbedingt da in der Kiste haben. Da will ich nur Erze und sowas haben. Und... dann machen wir da einfach blau, das ist dann Kobel. Der Kobel wird es am meisten abbauen, das sind dann die zwei Kisten da drüben. Und ich befürchte, dass wir da auch wieder mal zu wenig Pipes haben. Weil das können wir ja so verbinden. Ah ne, das zieht sich aus. Schlecht, 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 schlecht. Ah. Weil es nämlich so, wenn da eine Pipe daherkommt und das teilt sich auf, dann teilen sich die. Ui! Dann teilen sich die Items 50-50 auf und das passt dann für beide Kisten. Ist halt dann blöd, wenn. Also blöd nicht, da kann es halt dann nicht passieren, dass zuerst die eine voll ist, sondern die sind entweder. Entweder es ist wo Platz drinnen oder halt nicht. Sind entweder beide voll oder nicht. So. Dann hole ich jetzt erstmal da noch den blöden Connector. Was für eine schöne Reaktion. Ui. Was soll ich denn sonst sagen? Alles gut. Scheiß Lava. Naja. Jetzt darf ich wieder rundum suchen. So ein Scheiß. Wir waren irgendwo ganz da hinten. Jetzt die ganzen Gänge abgehen und absuchen, was unsere Turtle nicht gefunden hat. So, ach da. Meine ganzen Level. So. Anziehen, anziehen, anziehen. So. Dort dahin, dort dahin, dort. Gut, Mein Tod löschen.
Gut, da sind wir jetzt. Und jetzt kommt da der Connector dran. Wenn ich das Kabel da jetzt dran mache, dann fängt die da an, solche komischen Dinger zum Schießen. Das schaut auf jeden Fall verdammt witzig aus. In Ultimate ist er dann nur so ein... Also wird dann in der Mitte so ein Dings generiert, so ein Block, der dann die Sachen abbaut. Aber das schaut ja da irgendwie cool aus. Aha, okay. Also da machen wir auf jeden Fall mal ein Thumbnail. Das schaut witzig aus, weil der schießt das da so weg. Boah, das schaut schon cool aus. Das ploppt dann da so dran. Hier ist... So, und los geht's. Auch Lava, okay. Okay, also wirklich schnell ist sie nicht. Ach ja, okay. Ach, da kann ich von da. Aber... Können wir mal schauen, wie das funktioniert. Da kommen dann da die Blöcke raus, gehen da in den Filter und kommen dann da in die Kiste mit Erde. Ja, der befüllt die halt jetzt gerade von da unten, weil... Ach, das heißt Lapis, okay. Ja, weil Silber, ja. Das halt auf der rechten Seite ist da. Silber. Aber wir haben... Silber. Nee, wir haben nur zwei Pipes, das wird sich da nicht ausgehen. Oh nee, und ein Zombie. Da waren Dias. Ja, und alles andere kommt halt da dann rein. Das heißt auch die ganzen doofen Seeds. So. Ja. Da noch irgendwas? Nein. Also schaut schon witzig aus. Blei. Blei ist auch mal richtig. Wo ist das jetzt? Oh, ich hoffe, es reicht an Platz. Ich hoffe es wirklich. So. Da habe ich nichts mehr gesehen. Da ist nichts. Oh Mann, diese ganzen Mobs, können die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich kann jetzt auch nicht schlafen, also. Ich bin ja gerade wieder Tage. Es ist halt nur nervig, weil die ganze Zeit irgendwelche eine Viecher zu dir herkommen. Die dich einfach nur nerven. Die können eh nichts, aber Hauptsache nerven. Ja, wie im echten Leben halt auch. Bloß das sind's Menschen. Ja, das stimmt. So, was haben wir da? Eis, Silber. Alles dazu. Ja, die ganzen Seeds müssen wir dann halt alle rausschmeißen aus der Kiste, wenn da. Wenn die da mal. Dann unter einem gewissen Level ist, wo es kein Gras mehr abbaut. Kommt da als nächster Zombie daher. Ich habe hier irgendwo jemanden einen Minischach gefunden. In Folge 16. Also in Ultimate haben wir da auf jeden Fall eine Spur länger gebraucht, aber da wollte ich natürlich auch eine extrem abgesicherte Stromversorgung haben. Das ist ja da nicht so, das ist einfach nur zwei Wasserräder und, nicht zwei Wasserräder, sechs Wasserräder und ein paar Kabel. Und es sind auch da die Kabel nicht so teuer, also wenn ich mir überlege, wie viel, meine ich, zwei Stacks Kabel bräuchte man da auf jeden Fall daher. Und das ist für, wenn wir das mit den Flux-Takten machen müssen, würden wir da auf jeden Fall eine Weile sitzen, die zu craften, zu... Die ganzen Ressourcen zu farmen. Boah, nee, da sind so viele Mobs, da will ich gar nicht hin. Cool. Boah, doofe Spinne, geh mal. Oh Mann! Die war doch gar nicht hinter. Oh, Creeper! Wenn der da in die Luft fliegt, dann bin ich so salty. So, bist denn du? Ah, das sind diese. Okay, wird nix. Ich habe jetzt einen Blitzrod. Boah, nee, ich geh da jetzt selber, weg. Das selber, ist sowas von nervig. Hier ist auch nichts mehr. Nächster Gang. Ja, schieß mich halt ab. Kann ich rennen auch nicht mehr.
Ja, da kommt schon die Spinne. Mhm. Ich bin gerade etwas genervt. Merkt man nicht. Nee, gar nicht. War ich hier schon drin? Blöde Tür. Nein, ich soll noch nicht schlafen. Eisen. Was habe ich letzte Folge nochmal gemacht? Sachen für die Quarry gecraftet, genau. Was nehme ich da als Thumbnail, oder? Boah. Ich bin jetzt Eisen. Unkreativ und nehme Crafting Table da. So. Finde ich ja witzig, auch wenn die Hungerleiste voll ist, kann man die Beeren trotzdem noch essen. Das ist ja auch irgendwie komisch. Ah, okay, das haben wir gekostet. So, Silber, 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 Silber. Silber ist uninteressant. Ja, nice. Aktuell noch. Ich habe da zwei Latonen. Und das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Nein, weil die ganzen Sachen da, die. Den fange ich jetzt auch nichts an gerade. Mach mal wieder Eis. Ja, das zweite Bett brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, und damit haben wir eine laufende Quarry. Wir müssen halt zu den Items immer hinlaufen, aber gibt Schlimmeres. Dann können wir uns endlich mal vielleicht auch da ein paar mehr Sachen machen. Baumfarm müssten wir dann auch eine machen, das wäre schon ganz cool. Wahrscheinlich dann da hinten, weil sonst baut uns die das Haus ab, das wäre nicht so cool. Ja, aufpassen. Das endet nicht so schön. Dann werden wir wahrscheinlich da noch mehr Wasserräder hinmachen. Damit wir da noch mehr Strom produzieren. Wahrscheinlich werde ich es einmal rüberspiegeln. Dass dann da in der Mitte der eine Wasserfluss da nach unten ist. Und dann sollten wir da auf jeden Fall einiges an Strom rauskriegen. Was ich mir noch ganz kurz machen will, ist ein Voltmeter. Einmal Kupfer, einen Kompass und zwei Treated Sticks. War ich hier schon unterwegs? Nee, ich habe ihn mal geschaut. Da ist nichts. Ein Kompass. Da, gut, da war ein Kupfer, okay. Und zwei Treated Sticks, genau. Gut. Mit dem kann man nämlich. Wow. Messen. Und da kann ich von da messen. Wow. Achso, der muss ich außen rum gehen. Ich hab da noch einen Team. Ich kann mir den Verlust da quasi anzeigen lassen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Genau, das heißt, wir verlieren von der Strecke da hinten, von den Wasserrädern, bis daher verlieren wir ungefähr 5% von unserer Power. Und das würde mich natürlich jetzt auch für die Quarry interessieren.